24-7 am Stück spielen, Digga. Ich raste komplett aus gleich. Ey, das bringt mich zum Verzweifeln, Digga, mit einer scheiß Pistole, Digga. Ich treffe zwei Schüsse mit der Pumpgun nicht. Und was ist denn da los, Alter? Dieses Game, das macht mich einfach fertig. Ich kann doch nicht mehr, Alter. Ich bin fertig, Alter. Ich muss noch mal einen Schuss pillen, Digga. Ich brauche meine Pillen. Och, Bruder, das gibt es doch nicht. Das kannst du auch schon wieder komplett vergessen mit den Traps, Alter. Das kannst du auch wieder komplett vergessen. Hab das vergessen? Wunderbar, haben wir es auch abgehakt. Oh, erstmal eine perfekte Landung im roten Haus. Inshallah, jetzt gönnen. Ja, Digga, das ist schon wieder sowas. Du gehst da rein und findest einfach nichts. Wenn ich nicht irgendwann in den Game verzweifle, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, okay. Das war akzeptabel. Aber gönnt euch das mal. Dieses Haus, das hat bis jetzt nie gegönnt. Oben ist keine Chest. Hier unten sind keine Waffen. Gar nichts. Ich meine, wann gönnt Fortnite Liebe? Warum müssen die Spieler immer Liebe gönnen? Warum kann ich Fortnite einfach mal gönnen? Jawohl. Jawohl, Fortnite, es geht doch. Es geht doch, Bruder. Ich hab so ein Scheiß-Aim. So ein und schon wieder. Das gibt es nicht. Oh, was war das denn schon wieder für ein Aim? Man denkt so, man hat den Save. Und dann ist er 35er Heady, Alter. Den man sich auch. Oh komm, Bruder, das gibt es doch nicht. Dann hättest du von Anfang an lieber verfehlt, Alter. Das gibt es doch nicht. Dann will ich davon bitte keine Clips sehen, Leute. Wenn ich hier einen von euch erwischen sollte, der so einen Scheißclip von mir macht, ne? Ich komplett reinfette. Der kriegt einen gediegenen Permaban. Voila. Reden wir auch mal wieder nicht drüber, Digga. Hatte ich überhaupt irgendeine Waffe zum Schießen? Ich glaube, das Revolver, oder? Ne, ich hatte gar nichts zum Schießen, ne? So, wirklich nur die Pumpgun und die andere war leer, Digga. Und da haben wir wieder nichts getroffen. Das ist halt schon wieder so eine Sache. Man schießt den Gegner auf 1 HP runter. Der Gegner überlebt das. Du wirst am besten, bestenfalls, wie wir gerade eben gesehen haben, von der anderen Seite noch angeschossen und ein bisschen Druck gemacht. Und der Gegner knallt dir dann komplett in die Fresse, weil Cooldown halt mal wieder real ist. Das ist so häufig einfach so. Nicht nur wegen den Cooldown, es ist generell einfach diese Schicksalsschläge, dass man von den Gegnern immer in die Fresse bekommt, sobald man ihn auf 1 HP runtergedrückt hat. Ihr müsst euch mal vorstellen jetzt, die Gegner hätten nur 150 HP. Was für ein Mongral ich dann wäre. Übertrieben gesagt, aber ich wäre dann eigentlich Mongral, wenn die Gegner nur 150 HP hätten. Also wenn man nur insgesamt 150 HP aufladen könnte. Stellt euch das mal vor, Jungs. Stellt euch das mal vor. Und es ist halt so häufig schon in diesem Game passiert. Ich hoffe, Greasy kommt wieder und bleibt auch da. Würde ich auf jeden Fall enjoyen. Und ich hoffe mal, ein Teil des Schneegebiets geht mal so weit weg, Alter. Jeder kleine Teil, so Polar Peak, ist noch eine Sache, der kann meinetwegen auch noch im Schneegebiet bleiben. Aber es ist dann dieses eine herausragende. Ich will nicht, dass das Schneegebiet so groß ist. Das gefällt mir halt gar nicht. Ja,
ey, die spielen halt alle so sicher. Das sind Leute, die keine Ahnung seit wann, seitdem es den Modus gibt, 24-7 am Stück spielen, Digga. Ich raste komplett aus gleich. Ey, das bringt mich zum Verzweifeln, Digga, mit einer scheiß Pistole, Digga. Ich treffe zwei Schüsse mit der Pumpgun nicht. Und was ist denn da los, Alter? Dieses Game, das macht mich einfach fertig. Ohne Witz. Man ist mit dem Game aufgewachsen, man ist mit dem Game groß geworden. Und wie kann das dann sein, dass diese Scheiße einfach nicht gönnt? Wie sicher muss denn ein Spieler sein, Digga, gegen eine scheiß Pumpgun mit einer Pistole einfach hochzuwaschen, Digga? Was ist das? Wie sicher muss man sein, Digga? Was kann man für eine Schadensfreude haben, Digga? Das muss man mir auch erstmal erzählen, Digga. Was ist das? Gegen eine Pumpgun, Alter. Brauch ich einmal meine Abregungspillen, Alter. Komm ja gar nicht mehr auf mein Leben klar hier auf 2018 Punkten. Und deswegen wäre es für mich immer noch eine Rettung, wenn ich in diesem Game mal irgendwann was gewinnen könnte. Wenn mal irgendwann Schicksalsschlag kommen würde. Wie kann man auch so Unluck in diesem Game haben? Ein 38er Buddy. Ein 38er Buddy mit der Pump. Er kommt mit der Doppel. Was? Wie kann man auch so Unluck in diesem Game haben? Ich habe auch keinen Bock mehr auf das Game. Ohne Spaß, Alter. Ich kann doch nicht mehr, Alter. Ich bin fertig, Alter. Ich muss noch mal einen Schuss pillen, Digga. Ich brauche meine Pillen. Oh mein Gott. Nee. Was soll ich machen? Ich könnte mir eine Stunde jetzt an so einen scheiß Aimlab reinpacken, aber das ändert die Sache wahrscheinlich nicht mal, Alter, weil ich eh nichts draus lerne. Ein Aimlab würde ich sowieso nicht laufen, weil es noch langweiliger ist als Ingame, die ganzen Aim-Scheiß-Gedöns, Alter. Da kann ich auch nicht ruhig bleiben, Digga. Sagst du, ja, war eine gute Runde, ist vorbei. Wenn ich das wenigstens sagen könnte, wenn ich dann irgendwie mit 5 Kills aus der Runde gehe, mich dann irgendwie ekelhaft getötet werde, sehe ich noch einen? Alles gar kein Problem, ich kann 10x7 getötet werden, lieber alles lieber als das. Kann zweiter Platz werden. Alles lieber als das, wenn ich am wenigsten mit ein paar Kills aus der Runde gehen kann. Hm? Vor allem in der Arena, was auch die Platzierung angeht. Aber dass ich halt nichts schaffe und nur auf die Fresse bekomme, das ist für mich schon wieder so ein Punkt, am besten in den Mac einzusteigen und zu sterben, Digga.